Ich habe heute meinen Job gekündigt. Wie bitte? Der Typ, dem der Laden gehört, hat mich angegrapscht. Da habe ich ihm eine geknallt. Und jetzt? Irgendwie tut er mir leid. Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Frau Merlus, Ihr Schweigen bringt uns nicht weiter. Komm, Julian. Vielleicht kann Sie Stiefsohn Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist er in einer Nervenklinik untergebracht. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. Frau Wolf, der Ethikrat hat abgelehnt, Kinder unter 10 Jahren in meiner Studie zu behandeln. Und zwar aus gutem Grund. Ich habe bereits ein Kind verloren. Zweites Mal überstehe ich das nicht.